Was habe ich damit jetzt gemacht, außer es runterzusetzen? Ah, okay, und dann kann ich hier hoch. Ich verstehe. Haha, das ist intelligent. Very intelligent und so. So kommen wir dem Wachturm immer näher. Viele Piranhas. Aber wir sind jetzt hier. Sieht aus wie ein riesiger Stempel, bei dem wir irgendwie versuchen, nach unten zu gelangen. Und ich muss hier offensichtlich niemanden töten. Es ist alles gut. Alle lieben mich. Ich liebe sie auch. Oh, ein Stern. Bleib stehen. Nein. Geh nicht weg. Oh, das ist so schade. Ich habe keine Münzen, ich habe keinen Stern, ich habe gar nichts. Ich bin so schlecht. Gleich werden wir sterben. Ich muss da, glaube ich, ganz oben rauf. Oh, der Käfer gefällt mir gar nicht. Der gibt mir auch nur Sternteile, aber keine Münzen. Oh, was soll das denn? Ich brauche Münzen. Münzen. Oh, die will ich haben. Dankeschön. Ich bin wieder am Leben. Alles ist wieder gut. Alles hat wieder einen Sinn. Und wir haben die Mühle in Gang gebracht, womit wir nach oben kommen zum Turm. Ich bin ja sehr gespannt, was sich dort oben befindet, dass der Turm irgendwelche Probleme hat. Hier mit den Sterntalern. Okay. Käferlies. Hallöchen, meine lieben Käfer. Naja, ja, ich habe mich erstmal beißen lassen. Das war mit purer Absicht natürlich. Oh, sein Baby ist kaputt. Jetzt ist er sauer. Nein! Okay, okay, ganz ruhig. Ich mach doch nichts. Braucht die Münze. Danke. Das scheint nicht zu funktionieren. Doch, so ja. Okay, wir haben Stern. Gott sei Dank. Ich habe mich bloß gewundert, dass es beim ersten Mal nicht gleich geklappt hat, dass wir ihn einfach so zerstampfen konnten. Aber jetzt hat's funktioniert. Und wir haben den nächsten Stern. Ja, 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 ja. So einfach kann's gehen. Hier. Ach, die Honigbienenkönigin ist glücklich. Wir haben jetzt schon 2 von 3 Sternen. Es gibt jetzt noch einen 3. Stern, den wir uns holen werden. Vorher speichern wir natürlich mal, dass wir jetzt schon bei 6 Sternen insgesamt sind. Und wir gehen wieder ab nach oben. Und damit zu... Oh, guck mal, das ist auch neu. Das haben wir jetzt auch freigeschaltet. Ich weiß noch nicht, wo ich hin will. Nein, wir machen erstmal das. Anschluss können wir gerne nochmal zu der Box gehen, was auch immer die zu bedeuten hat. Das werden wir dann auch nachher noch herausfinden. Jetzt zum nächsten Auftrag hier in dem Honigbienenkönigreich mit folgendem. Einmal kurz. So, Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Oh, da sind jetzt wahrscheinlich ganz viele Bösewichte unterwegs. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier am Baum. Oh, und die sind überall. Ja, die sind jetzt sauer, dass ich Mutti mit ihrem Kind kaputt gemacht habe. Das, glaube ich, macht man ja auch normalerweise nicht. Und wieder müssen wir den Weg irgendwie nach oben finden. Wir geben uns Mühe. Komm mal her, hier. So schön. Dankeschön. Da oben ist eine Kanone, die Wasser pumpt. Ja, hat nicht ganz geklappt. Ich habe gedacht, ich könnte ein bisschen vorher noch eine Stampfattacke machen. Aber nee, soll nicht sein. Der erste Tod, meine Lieben. Der erste Tod hier bei Super Mario Galaxy, weil ich zu dumm bin, mich gegen Käfer hier zu behaupten. Wahnsinn. Geh doch mal kaputt. Mann, 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 Mann. Diese Käfer doch. Manchmal habe ich das Gefühl, sie genau zu treffen und genau zu kennen.
Und am Ende bin ich einfach nur ein Noob wie jeder andere auch. Oh, die Honigbienenkönigin. Scheint irgendwie näher gekommen zu sein. Wir machen diese Käfer auf jeden Fall erstmal kaputt. So schön. Dann gehen wir sie einfach mal besuchen. Vielleicht hat sie ja was Schönes für uns. So ist gut. Hallöchen, Honigbienenkönigin. Oh, die Nachbarn machen mal wieder Stunk. Kannst du nicht mal bitte mit ihnen reden? Doch, deswegen bin ich ja hier. Und zacki. Schon sind wir unterwegs und fliegen zu dem Baum dort drüben. Und wir kriegen sogar ein Bienenteil gestellt. Das ist aber nett. Wunderbar. Und so fliegen wir jetzt von einer Insel zur nächsten. So liebe ich das. Und gleich nochmal. Jo. Hervorragend. Oh, Hallöchen. Du siehst aber nicht ganz so glücklich aus. Kann das sein, dass du einer von denjenigen bist, die kaputt gemacht werden sollen? Ja, bist du. Und jetzt fliegt er auch noch. Oh nein. Wir werden alle sterben. Und zack. Oh, daneben. Was? Hätte ja klappen können. Jetzt aber. Komm. Oh, zu spät. Gibt's doch nicht. Gleich noch einmal. Und ja, Treffer. Bam. Einer noch. Jetzt dreht er sich andauernd. Jetzt müssen wir ihn noch genauer treffen als vorher. Oh, verdammt. Ich habe kein Bienenkostüm mehr. Okay, ich darf mich nicht ins Wasser wagen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ah, verdammt. Knapp daneben. Komm mal her hier. Getroffen? Getroffen! Hab doch noch nicht mal eine Stampfattacke gemacht, aber schön, wir haben ihn getroffen. Er ist kaputt und wir kriegen den Stern und genau so sollte es sein. Wunderbar! Du hast einen Stern erhalten. Wohl wahr. Neue Bestpunktzahl 3. 3 Münzen. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Ja, super. Und auch natürlich in der Terrasse. Also bisher haben wir nur alles in der Terrasse entdeckt. Gourmet-Luma ist jetzt auch aufgetaucht bei der Terrasse. Wir speichern einmal. Und deswegen sammeln wir die Dinger nämlich die ganze Zeit, diese Sternteile, und bringen die auch aus den verschiedenen Galaxien mit. Denn manchmal kommt ein Gourmet-Luma und möchte gefüttert werden auf unserer Plattform, um dann natürlich etwas Neues freizuschalten. Wir gehen jetzt erstmal zu dieser Box hier. Test surfen. Nun bin ich ja sehr gespannt, was wir dort machen dürfen. Wahrscheinlich dürfen wir surfen. Werden wir gleich herausfinden. Mit 8 Sternen dürfen wir im Übrigen auch zu dem bösen Bowserkopf, der hier ebenfalls unterwegs ist. Und dort werden wir wahrscheinlich wieder einen großen Stern bekommen, um wieder zu einer weiter entfernten Galaxie zu surfen. Hallöchen! Na, ihr Süßen hier! Pinguinis! Euch kennen wir auch noch, Pingu. Hi, willst du auch surfen? Genau. Ah, aber du reitest zum ersten Mal auf einem Rochen, oder? Dann erkläre ich dir, wie es geht. Also, passe auf. Folge der Haltevorgabe unten rechts. Geradeaus, okay. Genau, das ist die Grundstellung. Drehe nach links aus der Ausgangshaltung, lässt dich dann nach links steuern. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Ach so. Nochmal nach links, ja. Nochmal. Achso, ich soll gedrückt halten. Genau, so beugst du dich nach vorne. Oder nach links. Um nach rechts zu lenken, drehe den Controller nach rechts.
Ja, so beugst du dich nach rechts. Die Geschwindigkeit kontrollierst du durch Drücken von B. Gut, soweit die Erklärung. Jetzt dreh mal eine Runde auf dem Kurs. Wahrscheinlich, je mehr Münzen ich sammle, desto besser schneide ich ab, oder? Auf jeden Fall gibt es nicht gerade wenige. Okay, Runde gedreht. Die Zeit ist zu schlagen, und zwar 1:30. Viel Glück. Ja, danke. Kann ich gebrauchen. Jetzt muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, denn durch die Wellen, wenn man dann mal in der Luft ist, kann man ja auch nicht nach links oder rechts, weil dann... Was? Ja, okay, ich sehe noch, wo ich lang muss. Komm schon, das schaffen wir. 1:30. Wir haben jetzt eine halbe Minute rum. Wir haben noch eine Minute Zeit. Oh, das sollte eigentlich ganz gut gehen. Ich muss bloß vielleicht auch mal aufhören zu drücken, damit ich auch wirklich... Hier ist was los. Nicht zu schnell fahre. 40 Sekunden haben wir noch. Nee, haben wir erst hinter uns. So, wir sind noch eine ganze Weile unterwegs. Wow, ich halte mal den Controller ein bisschen höher, dass ihr das auch mitbekommt. Oh nein! Oh. Bloß nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Und rechts rum. Rechts rum, so ist gut. Rochen. Ach, Ziel, das war schon. Eine Minute zwei. Top. 1:02, hervorragend. Du hast dich so angestrengt, das verdient eine Goldmedaille. So sieht's aus. Und damit haben wir die erste Galaxie auch schon so ziemlich abgeschlossen. Es gibt nur noch zwei weitere Planeten, die wir besuchen können. Und dann natürlich irgendwann auch geheime Sterne. Du hast einen Stern erhalten. Test surfen. Lass uns surfen. Galaxie komplett. Und damit haben wir auch die letzte Galaxie hier entdeckt. Ach, guck mal. Die andere war noch nicht komplett. Die anderen beiden sind noch nicht komplett. Ansonsten würde da auch so eine Krone angezeigt werden. Das heißt, wir müssen nur bisher zu diesem einen Planeten nicht wieder hin. Der Rest ist alles noch nachzuholen, beziehungsweise dort noch was zu entsorgen, wo hätte ich beinahe gesagt, zu erledigen. Wahnsinn. Da werden wir noch eine ganze Weile suchen können. Testsurfen ist durch. Die beiden, da ist auf jeden Fall noch was. Und dann haben wir hier drüben noch einen Planeten. Es wurde eine neue Galaxie entdeckt. Gucken wir sie uns mal an. Und mit 8 Sternen dürfen wir auch hier unten hin. Umdrehboden Galaxie. Na, da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und vor allem, wie wir uns da anstellen. Das ist ja wieder über Platten laufen, die ganzen Platten umfärben und dabei bloß nicht runterfallen, beziehungsweise keine falsche Platte zweimal drücken. Oder nicht jede Platte zweimal drücken, einmal drücken. Ach, was weiß ich. Wir laufen einfach los. Na, John. Färbt sie um. Ich bin dabei. Wir fliegen jetzt erstmal hier durch und sind gelandet. Warten wir einmal auf dieses Teil hier. Dann fahren wir damit rüber. Von hier aus färben wir weiter. Ja, gut, einmal getroffen ist nicht schlimm. Geschafft. Und da ist der Stern. Ausgerechnet da, wo dieses Laserteil war. Es ist natürlich nur ein Anfangslevel. Es geht noch weitaus schlimmer, so viel ist sicher. Und wir werden auch noch sehr viel Schlimmeres kennenlernen. Dankeschön für den nächsten Stern, meine Lieben. Und das dürfte dann auch der eine und einzige Stern in diesem Planeten oder bei diesem Planeten gewesen sein. Galaxie komplett.
klingt irgendwie sehr bedrohlich aktuell, aber das liegt vielleicht daran, dass wir die eine Galaxie freigeschaltet haben, wo Bowser zu sehen war. Und wir gucken jetzt mal draußen, wo der hungrige Kerl unterwegs ist. Da ist er. Hallöchen. Halalalala. Hey, du da. Hast du Sternteile? Ich will Sternteile essen. Ganz viele davon. Ich will essen. Ah. Ja, du kriegst doch was. 400 Stück willst du haben, die haben wir. Wie viele haben wir? 468. Perfekt. Komm, die gebe ich dir. Bitteschön. Das war's mit Bowser voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Eine neue Galaxie wurde geboren. Eine ganze Galaxie wurde geboren? Das ist ja Wahnsinn. Da fliegen wir mal hin. Hallöchen, Popöchen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein neuer Stern. Keksfabrik-Galaxie mampft den süßen Kuchen. Oh, das klingt toll. Ich habe sowieso so ein bisschen Hunger. Ich glaube, ich werde mir nach dieser Aufnahme definitiv mal was zu essen holen. Ich habe echt Knast. Wenn es nun Döner ist oder sowas in der Art. Kommt schon, auf geht's. Da ist der süße Kuchen und der Stern wartet schon auf uns. Und wahrscheinlich wird es auch hier nicht nur einen geben. Oh Gott, diese alte Musik, Leute. Komm, werden Erinnerungen wieder wach. Genau, gib mir mal ein paar von den Sternenteilen. Oh nein! Oh Gott, verdammt. Wie schade, das war der zweite Tod. Juhu. Was? Wer hat mich hier zur Seite geschubst? Wer war das? Das finde ich aber nicht so schön, hier geschubst zu werden. Die Teile nehmen wir jetzt erstmal mit hier alle. Damit ich die nicht vergesse. Und los geht's. Hier. Oh, Mensch. Könnt ihr nicht mal irgendwas Unlöchriges machen? Das ist doch hier total fies, ist das hier. Oh Gott. Nein. Ah, geschafft. Hallöchen, na ihr beiden Tots, ich muss mich selber erst wieder einspielen, wahrscheinlich werde ich irgendwann wieder Pro sein und so, aber im Moment ist es nicht so Pro, was ich hier mache, so und so nicht. Oh. Diese ganzen Stammformen hier. Nee, ich will hier nicht runterfallen, bitte nicht, wir sind schon so weit gekommen jetzt. Jetzt ist hier auch mal Schluss. Oh ja, ihr seid so fies, wisst ihr das? Oh Gott! Nein, ich will darüber. Danke. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Aber so langsam geht mir die Pumpe. Wenn ich jetzt runterfalle, muss ich alles wieder von vorne machen, Leute. Und vor allem gefallen mir diese komischen roten Dinger hier auch nicht, die rosanen Dinger. Wir laufen erstmal aufs Gelbe. Ob ich jetzt irgendwelche Sternis einsammle oder Pfiffi macht eine Wurst, das ist mir sowas von egal. Hauptsache, wir kommen weiter. Oh. Nein, ich bin da. Donny, wir haben einen Powerstern sichergestellt. Ja, das ist ganz toll. Da hinten habe ich auch noch ein Raumschiff gesehen von den Tots. Vielleicht müssen wir nochmal her. Hey, kehren wir um. Genau, geht mal weg. Wir nehmen noch die restlichen Sternteile mit. Und wir sind durch. Was für eine Aktion. Schön. Für den Anfang haben wir es geschafft. Freut mich sehr. Ja. Ach, guck mal, wir dürfen wieder zu Rosalina. Du hast einen Stern erhalten. Keksfabrik Galaxie. Mampf den süßen Kuchen. Galaxie komplett, da brauchen wir auch nicht mehr hin. Neue Bestpunktzahl 2. Münzen. Und wir haben sogar noch ein paar Sternteile wieder mit nach Hause gebracht. Die werden wir auch brauchen, denn je mehr Sternenteile wir sammeln, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit weitere Lumas füttern können. So, bist du zufrieden, Pöbi? Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Sie wollen dir etwas sagen, also geh sie auf jeden Fall besuchen. Die habe ich doch schon gesehen. Soll ich denn nur schon wieder mit denen reden? So, er ist jetzt auch glücklich. Es werden übrigens immer mehr Sterne, die hier rumlaufen, rumschwirren. Irgendwann wird hier alles hell gemacht. Unser Bildschiff ist endlich fertig. Jetzt können wir dir bei deiner Suche nach den Powersternen helfen. Wir sind der Tod-Suchtrupp und die Crew dieses Schiffes. Und der Anführer des Suchtrupps bin natürlich ich. Nun soll das Universum sehen, zu was der Tod-Suchtrupp fähig ist.
Man sieht sich in den Galaxien. Jo, bis später. Manchmal müssen wir eben einfach bloß den Todd-Suchtrupp hinterher. Zur Terrasse geht's hier entlang. Ich will nicht zur Terrasse. Ich würde gerne mal da oben hoch. Aber dafür muss ich irgendwas machen. Irgendwas war da, um das da oben freizuschalten. Natürlich, wir brauchen einen Powerstern, den großen Powerstern. Den kriegen wir nur bei Bowser. Und dementsprechend müssen wir nochmal in die Terrassengalaxie zurück. Wir haben ja jetzt erstmal nur die normalen Sterne gesammelt. Die geheimen Sterne kommen noch. So, wenn wir uns jetzt hier umgucken, das ist komplett durch, das ist komplett durch. Bei den beiden müssen wir noch suchen. Gibt's nur noch das hier, Bowser Juniors Robo-Fabrik. Da gehen wir im nächsten Part hin. Bis gleich.